Swiss Skills Zimmermann Championship im BCB Books Tag 3. Und das ist der Hannes Teschler und das sind seine Eltern. Wir sind hergekommen von Obruzwil, es ist gerade Pause, gell? Genau, von Power Zimmermann. Genau. Wie ist das auch zum Zuschauen, mein eigener Sohn? Ist man selber auch ein bisschen nervös? Ja, irgendwie schon ein bisschen. Wir hoffen natürlich, dass es gut geht und dass es richtig abpackt und nicht Umweg muss machen. Aber es ist natürlich auch eine Freude zum Zuschauen. Also es geht vorwärts und man sieht, was entsteht. Wie sind so die letzten Tage daheim? Ja, immer ein bisschen mehr gespannt natürlich. Junior hat immer ein bisschen mehr, also ein bisschen Kribbeln gehabt. Und die ganze Vorbereitung und dann irgendwann ist es gut, wenn es so weit ist. Gibt es schon ein bisschen Kribbeln, wenn man auf einmal so in den Zugzwang hineinkommt, dass man etwas an Leistung abliefern muss? Das ist so. Und auch das Umfeld, das natürlich mitfiebert, was auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen Druck gibt. Also das ist schon so. Der Betrieb, wo auch die ganze Geschäftsleitung sagt, ja, wir drücken den Daumen, wir können dann auch schauen und so, und das gibt schon Druck. Ja. Den Druck muss Mama auch spüren. Sie hat nicht gerne unsere Filme, aber jetzt kommt es schlecht. Wie hast du das als Mama da? Wie fühlt es sich so? Ja, ich kann nur sagen, was mein Mann gesagt hat. Also Mutter vielleicht noch ein bisschen schlimmer, oder? Verstehst du etwas, weißt, wenn du so zuschaust? Weißt du, macht das gut? Oder weißt, siehst du seine Bewegungen oder die Mimik, ob es ihm gut geht? Ja, mal, ich habe das Gefühl, er ist ruhig und es geht ihm gut. Gell, habe ich das Gefühl, er ist sehr ruhig. He? Ja, das ist so. Aber wenn ich Pläne anschaue, muss ich sagen, ja, ich komme nicht raus. So hätte ich es auch, mein Gott. Ich könnte es nicht machen. Du bist vom Fach, oder? Nein, überhaupt nicht. Ich bin ein Büromensch und von dem her gesehen ist es eben auch schön zu sehen, was entsteht, weil im Büro sieht man das aber nicht so. Da sieht man einfach, dass irgendein Papier entsteht oder irgendein E-Mail rausgeht. Aber das ist etwas Schönes. Und mir gefällt der Werkstoff sowieso. Holz finde ich wunderbar. Und gleich toll, gell, dass ihr lernen könnt. Ist echt schade, dass nicht mehr so Eltern und so da hat. Irgendwie, ne? Das ist so. Ich denke, es wird wahrscheinlich schon noch mehr geben, dann so ein bisschen gegen den Schluss. Viele werden wahrscheinlich erwarten und sagen, komm, wir gehen dann so ein bisschen eher in der zweiten Hälfte vom Wettkampf schauen, weil dann sieht man natürlich auch schon mehr. Aber ich bedauere es jetzt gar nicht, dass wir heute gekommen sind. Also das ist eine tippe Sache. Man sieht so ein bisschen den Unterschied und vergleichen. Spannend, ja. Und wenn ihr gewinnt, dann ist etwas geplant. Oh nein. Etwas Spezielles kochen. Ja gut, ja, man geht zusammen essen, sehr wahrscheinlich am Samstag. Aber egal, ob wir gewinnen oder nicht. In der Pause hat Hannes dann tatsächlich noch Zeit gefunden für ein kurzes Gespräch, bevor er mit Power Zimmermann dann angefangen hat. Ja, die haben gut lachen, nicht? Ja, gut lachen. Ja. Du auch. Ist das Dach noch, oder? Gehört? Ja, das Dach kommt noch. Und jetzt der Power Zimmermann ist ja speziell. Ist man da nervös vorher? Nein, also da ist etwas. Auf das freue ich mich vor allem. Das ist eine coole Sache. Spontan. Ja, mal. Wir haben voll richtig eingeschätzt. Du bist cool, gell, irgendwie. Ja. Mehr oder weniger. Gut, dann könnt ihr reintreten, bitte. Gut, dann schauen wir, dass ihr alle hier zu diesen zwei Zetteln schaut oder seht. Seht alle dazu? Also, wir würden jetzt mit dem Powerblock 1 anfangen. Da geht es eigentlich darum, auf Geschwindigkeit. Einerseits gibt es Geschwindigkeit, Punkte. Aber andererseits gibt es auch Präzision, Punkte. Und da geht es jetzt ein bisschen darum, dass ihr abschätzen könnt, wie schnell oder was passiert, wenn ich schnell arbeite. Und dann geht vielleicht die Genauigkeit oben runter. Da müsst ihr ein bisschen für euch selber abschätzen, oder? Und zwar ist es so, von der Zeit her, wir haben maximal 60 Minuten Zeit für die Verbindung. Das wird eine Verbindung geben. Und nachher stoppt die Zeit bei der ersten Abgabe mit korrekter Ausführung. Also jetzt zum Beispiel bin ich am Arbeiten, habe das Gefühl, es ist gut, in Ordnung, gehe es abgeben. Dann Abgabe ist hier beim Tisch vorne. Dann schauen die Experten an und wenn er sagt, jawohl, das ist eine korrekte Ausführung, geometrisch korrekt, es passt einigermaßen, dann nachher tut der Experte nachher mit diesen Hölzchen tut er nachher klatschen, sodass die anderen wissen, aha, ab jetzt fängt die Zeit an laufen. Jetzt hat der Erste abgegeben, oder? Der Erste, der abgibt, kommt ein Punkt über. Erster gleich ein Punkt. Dann gibt es innerhalb der ersten 3 Minuten von der Abgabe gibt's noch 0,8 Punkte. Innerhalb der ersten 6 Minuten von der Abgabe noch 0,6. Dann bei 9 Minuten 0,4 Punkte. Innerhalb von 12 Minuten 0,2 Punkte
und bis 15 Minuten gibt es null Punkte. Und nachher dann stoppen sie dann auch. Hä? Also nicht, dass sie 3 Tage lang um das Teil herum machen können. Denn bei geometrisch falscher Verbindung gibt es null Punkte für die Zeit. Also das heisst, wenn ihr nachher dann abgeht, müsst ihr euch wirklich sicher sein, jawohl, stimmt sie, meine geometrische Verbindung, oder? Nicht spiegelverkehrt. Die Längen müssen stimmen, die ganze Verbindung muss stimmen, oder? Also das heisst stimmen, sie muss von Grund auf stimmen. Ich meine, wenn ihr irgendwo 2-3 mm Luft habt, dann ist sie geometrisch korrekt, habt ihr dafür Abzüge nachher dann bei den äußeren, sogenannten äußeren Verbindungen, bei den Knoten, wo wir nachher gehen messen, wie viel Luft das wir haben. Ja. Ist das von der Zeit her, ist das verständlich, allen klar? Hast es du es auch gesehen, Janis, unten dran für Französisch? Ja. Nachher gibt es für Mass gibt's maximal 0,6 Punkte. Wir werden diverse Mass an dieser Verbindung messen. Dann eben, wie gesagt, Knoten geben 0,6 Punkte maximal. Und nachher noch der Gesamteindruck 0,8 Punkte. Da geht es natürlich ein bisschen darum auch, wie haben wir das umgepickelt, wie sieht das aus, sieht es aus, wie eine Kuh in der Schnarre hat, oder sieht es wirklich sauber ausgeführt aus. Also es ist wirklich für euch ein bisschen abschätzen, Zeitqualität. Gibt es da dazu Fragen? Hä? Denn von den Hölzern her ist die Position 101 und 102, meinte ich. Ist das richtig? Genau, die 8-8er. Dann könnt ihr es nachher dann so machen, könnt ihr nachher dann zum Arbeitsplatz treten, die 2 Hölzer auf der Hobelbank drauf tun. Auf dem Hobelbank drauf hat es bereits einen Plan, der umgekehrt drauf oben liegt. Den könnt ihr nicht anlangen, sondern den könnt ihr erst umkehren, wenn wir uns Zeichen geben, wieder mit den Hölzchen. Und das wird 27. der Fall sein. Fragen? Nummerieren müssen wir nicht, oder? Nein. Weitere Fragen? Gut, dann... Also die Risse, die müssen auch nicht die 5 mm drüber draus sein, weil... Nein. Weitere Fragen? Und es gibt auch keine Option... Ja, mal das beim Gesamteindruck, wenn es jetzt rundum zu viel Riss drauf hat. Ja, wenn wir dann ganz schöne haben, genau. Wenn wir davon ausgehen. Hä? Weitere Fragen? Gut, dann darf ich bitte zum Hobelbank treten und 27 geht es los mit dem altbekannten Zeichen. Ja. Hölzig auf den Start. Und dann ist es losgegangen. Und wir haben Johannes Teschler ein bisschen über die Schulter geguckt.
als Tesla. Darum haben sie die abgeberinische Arbeit erledigt. Für die anderen läuft sie natürlich noch mit. Ihr habt es gehört, Zeit spielt auch eine entscheidende Rolle neben anderen Faktoren. Da kommt am Schluss natürlich dann auch ein Springen ein bisschen in den Stress. Wie ist denn das vorher? Das habe ich dir ja am Wechsel von Hergiswil gefragt. Wie läuft es so? Jetzt gerade vor dem Powerzimmermann? Bis jetzt eigentlich gut. Zeit bin ich auch gut drin. Ja, zum Teil ein paar Verbindungen, die nicht so gut passen, aber sonst ist eigentlich alles gut. Das Dach ist sicher noch eine Herausforderung, oder nehme ich an? Mhm. Ich hätte gesagt, das ist das Schwierigste. Ja. Ja. Stege hast du schon? Stege. Was für ein Stege? Ja, nur mich ein bisschen nervös machen. Also, du bist cool drauf, gell, irgendwie? Ja, ich probiere es einmal. Was sagst du dazu? Er macht das schon gut, keine Frage. Woher könnt ihr? Vom Luzerner Hinterland, Hergiswil bei Willisau. Hoppla, das ist ja bekannt, gell? Ja, nicht zuletzt wegen dem Verkehr auch. Ja, und allerlei Rinnen und. Bist du auf dem Fach? Nein. Also da kann niemand einschätzen, in dem Fall, aus der Familie? Nein. Und das Freundin kommen, ist auch noch schön, gell? Ja, sicher. Super Unterstützung. Ja. Gute Unterstützung, ja. Unterstützung kann man brauchen. Die Verbindungen hier, die verschiedenen Aufgaben, die trügen. Es geht um Details. Wir schauen zu. Ein riesiger Einsatz von diesen 12 Jungs. Es geht um Details und es geht um Engagement und auch um gute Nerven und Können natürlich. Ja, wirklich aus der Region war eigentlich niemand von diesen 12 Jungs. Aber das hier, das ist der Janik Hinterberger. Und er wohnt jetzt inzwischen im Luzernischen. Bis zum Alter von 5 Jahren hat er aber in Zehnwald gelebt und er hat immer noch Ortskenntnis. Das hat man gemerkt. Ich nehme an, ein Haufen sind richtig erleichtert gewesen, wenn sie es können abgeben. Ja, die einen haben abgegeben, die anderen haben zusammengewischt, den Arbeitsplatz wieder eingerichtet und dann hat es natürlich auch solche gehabt, die noch dran sind. Ja, das ist der Janis. Der ist, glaube ich, der Einzige gewesen aus dem Weltschland, hat es aber cool genommen, einfach bis zum Schluss noch ruhig weiter geschafft. Und dann
Der Peter Schwarz hat am Schluss bekannt gegeben, ist zu den Gästen gegangen und hat dort erklärt, um was es wirklich ging. Und vielfach macht es mehr Sinn, wenn Sie mal zuerst überlegen, von der Verbindung her, die meistens geometrisch eigentlich nicht kompliziert ist. Sie sehen zwar kompliziert aus, gehen Sie nicht hin und schauen in dem Sinn wirklich mal, schauen, wie sieht es aus, wie muss ich es sauber anzeichnen, sondern fangen gerade mal an zu sägen, oder? Das haben wir jetzt hier auch wieder gesehen. Und da würde manchmal mehr Sinn machen, wenn Sie sich 30 Sekunden, eine Minute Zeit nehmen, um das Ganze wirklich mal verinnerlichen. Ah, das sieht so aus. Nachher das Holz, wie man bei uns sagt, sauber anreissen, also Bleistiftstrich drauf machen und nachher wirklich super kennzeichnen, was muss stehen bleiben am Werkstück und was muss raus beim Werkstück.